Seid ihr herzlich willkommen bei diesem Aufnahmen. Ihr hört sicherlich im Hintergrund diese Geräusche. Die Terrasse wird gerade zusammengekehrt und das passt genau. Das passt genau zu diesem Themen. Etwas bereinigen, aufräumen, sauber machen. Es gibt eine Dame, ich nenne sie Madame Original. Madame Original behauptet, es wird alles von ihr kopiert. Ich bin heute ganz früh aufgestanden, obwohl ich kein Frühaufsteher bin, und ich habe ein paar Bilder, was euch zeigen möchte. Dieses erste Bild, die Kunst des Kartenlegens Nummer 1, kommt auch noch Nummer 2. Diese Aufnahme habe ich veröffentlicht 1. Februar 2017. Dieser Begriff, die Kunst des Kartenlegens, kam von mir. Ich habe auch lange überlegt, wie soll ich das beschreiben. Und für mich, Kartenlegen ist schon Kunst. Dieser Begriff findet in ihrem Webseite. Und jetzt gehen wir weiter. Mein erster Kanal heißt Dendera Susanna Medici und das habe ich 1. November 2015 eröffnet. Mit Tageshoroskopen, mit Tagesenergie, mit Monatshoroskopen, Jahreshoroskopen und Kartenlegen lernen. Diese ganze Schulungsvideos habe ich rausgenommen. Hier seht ihr im Bild nicht gelistet. Das ist eine einzelne Karte. Es kam etwas später, 24. September 2016. Hier nochmal ein Bild. Kartenlegen lernen, Tarotkarte von 6. Oktober 2016. Ein weiteres Bild, Tarotkarten, Teil 41 von 15. Juni 2016. Ein weiteres Bild, Kartenlegen lernen von 17. Juli 2016. Ich habe sehr, sehr viele Legungen und Aufnahmen damals veröffentlicht in dieser Richtung. Hier nochmal ein Bild. Eine Zusammenfassung der große Arkana und veröffentlicht wurde 30. Mai 2016. Und jetzt kommen die Kombinationen, so wie bei diesen Aufnahmen, Hund und Berg, Buch und Park, Kreuz und Ring von Lenormand-Karten. Veröffentlicht wurde 5. Januar 2016. Nächste Kombination von 5. Januar 2016. Hier nochmal Kombination von Kippekarten von 7. Juni 2016. Die nächste Dreierkombination von 12. April 2016. Nächste Kombination Reise und Verlust von 5. April 2016. Nächste Kombination von 9. August 2016. Dreierkombination Geld, Gedanken, Heirat. Hier kommen weitere Kombinationen von 5. Januar 2016. Hier nochmal ein Bild von 29. Januar 2016 von Dreierkombinationen. Von diesen Aufnahmen habe ich Tausende gehabt. Ich habe begonnen Ende 2015 und 2016 habe ich ganz, ganz viele von diesen Kombinationen veröffentlicht in verschiedenen Kartendecks. Ein weiteres Bild von 8. Februar 2016 Kombinationen Kind, Ring, Park, Schiff, Weg,
Buch, Schiff, Brief, Route. Dreierkombinationen: Berg, Lilien, Turm, Brief, Fuchs, Mäuse von 9. Februar 2016. Kreuz, Störche, Lilien, Herz, Rute, Blume von 16. Februar 2016. Jetzt kommen die verschiedenen Legensystemen. Entscheidungen treffen von 15. August 2016. Nächste Legesystem: Wie erreiche ich meine Ziele? Nächste Legesystem: Wo und wie finde ich die Liebe? Von 6. August 2016. Dieses Legesystem ist für Beziehung gedacht. Veröffentlicht wurde 5. August 2016. Nächste Legesystem: Was ist meine Aufgabe? Veröffentlicht 1. August 2016. Liebestest: Veröffentlicht 1. August 2016. Jetzt kommt die große Legung. 9x4, veröffentlicht 25. März 2016. Große Legung von 6. März 2016, 9x4. Diese Aufnahme ist von 4. März 2016. Ich möchte nicht behaupten, dass alles identisch ist, aber Ideen kann man wohl holen. Nicht wahr? Große Legung 9x4, 19. August 2016. Es sind nun ein paar Beispiele, aber ich habe in dieser Zeit sehr viele Legungen veröffentlicht. Ich möchte nicht wirklich behaupten, aber so viel ich weiß, war ich die Erste, wo die große Kartenblatt so ausgelegt hat, 9x4. Im Lernbücher steht 8x4 und unten in unteren Reihe noch 4 Karten. Diese Aufnahme habe ich 26. Mai 2016 veröffentlicht. Ein Tageshoroskop: Wann und wo finden wir unseren Seelenpartner? In dieser Aufnahme in 14. Minuten und im 40. Minuten beschreibe ich Deszendent als Spiegelblick. Später, 18. März 2017, hat diese Dame ein Video veröffentlicht mit ihrer neuen Legung Spiegelblick. Mit dem Satz ganz neu von mir erfunden. Hier ist ein SOS-Legung von mir. Hier nochmal ein SOS-Legung von 21. November 2018. Sie nennt das SOS-Orakel. Ihre erste SOS-Orakel erschien 23. Februar 2019. Hier nochmal. Vor 7 Monaten. Diese Legung ist für Gesundheit, habe ich 3. Januar 2019 veröffentlicht. Etwas später, 1. März 2019, kam ihr Wellness-Orakel. Anderer Begriff, ähnlichen Inhalt. Diese süße Karten, was eigentlich für Kinder gedacht ist, habe ich Anfang dieses Jahres bei Amazon bestellt. Mit ganz viel Liebe ausgelegt als Zusatzkarte in meinen Blitzberatungen. So ist auch hier sichtbar. 18. April 2019. Dieser Monat erschien bei ihr die lustigen Tierkarten, so ähnlich aufgebaut wie diese Gefühlsklärungskarten für Kinder, was ich bei Amazon bestellt habe. In ihren lustigen
vier Orakel sind wir Beraterinnen dargestellt und auf die Lächerliche gezogen. Nun nehmen wir das mal mit Humor. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis nächstes Mal, euren Dendera.